Willkommen bei Isolate. Wir präsentieren Ihnen unser LED-Trockenbauprofil Inneneck und zeigen Ihnen, wie Sie es einfach, präzise und sauber in eine Trockenbauwand einbauen können. Das Profil aus eluxiertem Aluminium wird in einer Standardlänge von 2 Metern geliefert. Es ist ein vollwertiges Lichtmodul und kann mit einem Flexband mit einer maximalen Breite von 14 mm bestückt werden. Das Leuchtenprofil wird in das Trockenbaukonzept integriert, indem als erstes das Aluprofil auf die Wand gesetzt und dann festgeschraubt wird. Nun wird die Gipswand auf das Leuchtenprofil gelegt und auf der Unterseite mit der Trägerkonstruktion verschraubt, bevor gespachtelt wird. Um die Gipsplatte und das Leuchtenprofil mit der Trägerkonstruktion zu verschrauben, ist es wichtig, vor dem Eindrehen der Schrauben Löcher vorzubohren. Um zu verhindern, dass Verunreinigungen bei der Montage in das Aluprofil gelangen, kann das robuste Schutzcover aus Soft-PVC eingeklickt werden. Tragen Sie wie gewohnt die Spachtelmasse auf. Beginnen Sie im Bereich des Leuchtenprofils vorsichtig und exakt entlang des Aluprofils und anschließend vollflächig auf die gesamte Gipswand. Entfernen Sie mit einem feinkörnigen Schleifpapier abstehende Spachtelmasse. Glätten Sie die Kanten und Nahtstellen und streichen Sie den sichtbaren Bereich des Trockenbauleuchtenprofils und die Wand in der gewünschten Farbe. Können Sie das Flexband in das Profil einkleben. Gehen Sie behutsam vor und verwenden Sie idealerweise einen Roller, so wie unser Profi. Wir empfehlen für eine optimale Haftung, das Profil mit einem geeigneten Reiniger zu entfetten. Sie können nun das gewünschte Cover in das Profil drücken. Genießen Sie das perfekte Ergebnis, ganzheitliche LED-Lichtlösungen mit flexiblen Lichtlinien. Entdecken Sie das gesamte Produktsortiment auf www.isolate.shop, www.isolate.ch oder www.isolate.hu.